Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen im Format Naturmedizin. Heute reden wir über die Wahrheit von Cholesterin. Bleiben Sie bitte dran, es ist extrem spannend. Ich habe zwei Gäste da, die wissen nämlich, von was wir über das Thema reden können. Einerseits ganz herzlich willkommen wieder, Dr. Med. Volker Schmiedl von der Paramed in Baar, genau. Nicht Zug. Also die renommierteste Adresse in der Schweiz, sage ich immer wieder, und das Danke. Habt ihr euch auch verdient. Es ist unglaublich, was ihr da leistet in der orthomolekularen Medizin. Das ist sensationell. Und andererseits, herzlich willkommen auch du, lieber Alexander Martens. Du bist Sportwissenschaftler, du bist Doktorand und andererseits auch Buchautor und CEO einer Nahrungsergänzungsfirma. Mhm. Ich bin froh, dass du auch da bist, weil du bist immer wieder die Brücke zur Medizin und kannst Lösungssysteme definieren und bringen und den Zuschauern näher bringen. Also schön, dass du da bist. Danke. Vielen Dank. Wir reden über die Wahrheit von Cholesterin. So, wo fangen wir da an und wo hören wir auf? Ich höre ja nur Schlimmes über das Cholesterin. Also erstmal, und das wird keiner bestreiten, Cholesterin ist lebensnotwendig. Cholesterin ist die Vorstufe von vielen Substanzen in unserem Körper, alle sogenannten Steroidhormone, also Testosteron, Östrogen, Progesteron, all diese Hormone können nicht gebildet werden, wenn wir kein Cholesterin haben. Also wenn wir zu wenig Cholesterin haben, sind wir irgendwo so ein bisschen in einem Zombie-Verhalten und gar nicht mehr so... Ja, man kann jetzt nicht sagen, wenn ich den Cholesterinspiegel senke, dass ich davon zu wenig habe. Weil wir nehmen am Tag etwa 500 Milligramm Cholesterin zu uns. Wahrscheinlich bilden wir nochmal dieselbe Menge oder noch mehr. Aber von den Hormonen brauchen wir vielleicht 5 Mikrogramm, Millionstel Gramm. Also wir hätten immer noch genügend da, auch wenn wir niedrige Cholesterinspiegel haben. Nur wenn wir gar keins hätten, könnten wir diese überhaupt nicht bilden. Mhm. Wir brauchen es auch für unsere Zellmembranen. Unsere Zellmembranen können nur dann elastisch sein, wenn sie auch genügend Cholesterin haben. Mhm. Und letztlich unsere Gallensäuren für die Fettverdauung sind auch aus Cholesterin aufgebaut. Also wir können auch Fette nicht verdauen, wenn wir kein Cholesterin haben. Wir wissen, 4% des gesamten Nervensystems bestehen aus reinem Cholesterin und der Körper würde das nicht dorthin tun, wenn es dort nicht wichtig wäre. Ist nicht auch das Hirn hauptsächlich aus Cholesterin? Nee, das Gehirn besteht zu etwa 60% aus Fett, davon übrigens nochmal die Hälfte Omega-3-Fettsäuren und Cholesterin etwa 4%. Okay, gut. Also wir brauchen es, das ist unbestritten. Mhm. Die Frage ist, wie viel? Paracelsus hat ja schon gesagt, allein die Dosis macht, ob ein Ding ein Gift ist oder nicht. Und da sind ja mittlerweile geradezu die religiösen Grabenkämpfe ausgebrochen. Die einen sagen, Cholesterin muss unter 70 Milligramm pro Deziliter sein, das böse LDL-Cholesterin. Und andere sagen, nein, das ist doch lebensnotwendig, je mehr davon, desto besser. Ja, was soll man nun machen? Wir wissen, es gibt Leute mit einer sogenannten familiären Hypercholesterinämie. Die haben also extrem hohe Cholesterinwerte, 500, 600, 1000 Milligramm. Die kriegen auch sehr, sehr viel häufiger Herzinfarkt. Also sehr hohe Werte sind tatsächlich gefährlich. Das muss man einfach sagen. Aber ich habe mal gehört, in Richtung Alter hin ist ein höherer Cholesterinpegel sowieso gut, auch für die Hirnleistungen. Und das könnte sein, es gibt ein paar Hinweise, wir wissen es noch nicht ganz genau. Es gibt wenig Studien an wirklich an Älteren über 70 oder 80 Jahre. Mhm. Was wir wissen, wir müssen es differenziert betrachten. Also zu sagen, jeder über 200 Milligramm pro Deziliter oder über 5,2 Millimol, der muss unbedingt einen Fettsenker haben, wenn er nicht bei 3 auf den Bäumen ist, das ist nicht okay so. Und zwar auch nicht nach der Schulmedizin. Die schulmedizinischen Leitlinien sind da gar nicht schlecht. Die sagen nämlich, erst wenn das Risiko in den nächsten 10 Jahren einen Herzinfarkt zu kriegen über 20% ist, statistisch, dann muss behandelt werden. Über 10% kann man sich überlegen. Und es gibt im Internet Risikorechner, wo man selber seine Daten eingeben kann, ob man Diabetiker ist, wie hoch der Blutdruck ist, wie hoch die Fettwerte sind. Und da wird das Risiko ausgerechnet. Und 90% der Patienten müssten es nicht nehmen. Also selbst wenn jemand einen Cholesterinspiegel von 280 hat, hat aber keine weiteren Risikofaktoren, muss er nach der Lehrmeinung keine Statine nehmen. Wenn er zum Arzt geht, kriegt er aber nahezu immer ein Statin. Weil die sich nämlich selber nicht an die Leitlinien halten in der Regel. Wir sprechen jetzt hier von der primären Prävention. Also wenn noch kein Schlaganfall und noch kein Herzinfarkt aufgetreten ist, profitieren die allerwenigsten von einer medikamentösen Cholesterinsenkung. Sollte man, bis auf extreme Ausnahmefälle, sollte man tunlich sein lassen.
sagt die schulmedizinische Lehrmeinung. Ganz anders schaut es aus bei denen, die schon erkrankt sind. Da gibt es Hinweise auf einen Nutzen. Der Nutzen hat aber vermutlich gar nichts mit der cholesterinsenkenden Wirkung zu tun. Denn die Statine haben auch eine antioxidative Wirkung. Sie haben auch eine entzündungshemmende Wirkung und sie stabilisieren die Plaques, also kleine Ablagerungen in den Gefäßen. Das scheint die Wirkung der Statine zu sein, warum ein KHK-Patient mit Statinen eine etwas bessere Prognose aufweist. Und die Cholesterinsenkung ist eigentlich eine unbedeutende Nebenwirkung. Aber da könnte man ja eigentlich ja statt mit Statinen zu arbeiten, jetzt dann auch Omega-3, D3 nehmen und vielleicht die Ernährungsumstellung ein bisschen anschauen, um letztendlich diese entzündungsfördernden Parameter zu reduzieren, oder? Ganz genau. Und wenn ich Cholesterin senken möchte, kann ich mit der Ernährung natürlich auch sehr, sehr viel tun. Mhm. Ich kann meine Ernährung ballaststoffreich gestalten, weil wir wissen, Ballaststoffe binden im Darm das Cholesterin, damit es nicht gut aufgenommen werden kann. Und ich kann natürlich auch versuchen, meine Ernährung etwas cholesterinärmer zu gestalten. Mhm. Also jeden Tag Wurst und Fleisch und Käse ist dann vielleicht doch nicht so ganz gut für uns. Und ich kann versuchen, meine Leber anzuregen. Wenn ich die Leber anrege mit bestimmten Pflanzenstoffen, dann wird mehr Gallensäure ausgeschieden, was dazu führt, dass die Verdauung auch verbessert werden kann. Aber ich kann damit quasi Cholesterin auf natürliche Weise über den Darm loswerden. Ich habe mal einen Experten hier im Haus gehabt, der hat das mal anders formuliert und das möchte ich gerne wissen, ob das korrekt ist. Er hat mal das Cholesterin als die Feuerwehr bezeichnet. Wenn es brennt, rückt die Feuerwehr aus, das heißt das Cholesterin, und macht Entzündungsherde, reduziert diese Entzündungshärte oder irgendwelche Entzündungen im Körper. Und er hat immer gesagt, das ist ein Segen, das ist gut, aber man muss sich fragen, warum brennt es? Man muss eigentlich das Feuer löschen und nicht eigentlich die Feuerwehr am Ausrücken hindern. Kann man das so ungefähr formulieren, dass es ein bisschen verständlich ist, für was das der Körper zwischendurch höhere Cholesterinwerte produziert? Also es geht ja nicht um Entzündung, sondern es geht um Defekte in der Zellwand. Mhm. Dass da durch hohen Blutdruck, durch Abscherkräfte möglicherweise kleine Schäden aufgetreten sind, die durch das Cholesterin geheilt werden sollen. Mhm. Das ist eine Theorie. Ich kann nicht viel dazu sagen, muss ich fairerweise sagen. Mhm. Wir wissen aber von ganz anderen Faktoren, dass sie das Cholesterin hochtreiben. Das ist zum Beispiel Stress. Wir dürfen nicht nur immer über die Ernährung reden, wir müssen auch über Stress reden. Und wenn wir Stress runterregulieren, dann habe ich auch nicht so hohe Cholesterinspiegel. Das ist eine weitere wichtige Sache. Und ein dritter ganz wichtiger Punkt neben der Ernährung, und da wird mir der Sportwissenschaftler ganz sicherlich zustimmen, Bewegung. Es geht nicht ohne Bewegung. Wenn ich Cholesterin natürlich behandeln will, muss ich immer an eine gute Ausdauerbewegung denken. Das sind für mich die drei großen Faktoren der naturgemäßen Cholesterinsenkung. Richtige Ernährung, richtiger Umgang mit Stress und gute Bewegung. Und dann kriegt man es wieder hin. Genau, richtig. Also die Bewegung ist natürlich auch eine Schlüsselrolle, wenn es darum geht. Ja, und ich habe letztens auch einen tollen Bericht auch mal gesehen über den Martin Busse, Professor Martin Busse von der Universität in München. Und er meinte auch, dass dieses tägliche Bewegen von 20 Minuten eigentlich schon ausreichen würde, mhm. Ja, wenn wir es täglich machen könnten. Genau, sei es der Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad statt mit dem Bus oder mit dem Auto oder einfach das in der Mittagspause sich einfach mal bewegen. Ja. Treppe rauf, Treppe runter, statt genau, Lift richtig. Zu nehmen, einfache Dinge. Hä? Genau, richtig, die man einfach in den Alltag auch integrieren kann, und was eigentlich gar nicht so schwierig ist. Bevor ich auf die hohen Eier, übers Ei rede, noch die Frage, ich habe mal gelesen, aber ich weiß auch nicht, ob das stimmt, dass da ursprünglich mal eine russische Studie im Hintergrund war, die an Karnickel Versuche gemacht haben mit Eier. Und dann hat man festgestellt, dass diese Karnickel dann viel zu höhere Cholesterinwerte hatten und das ist lebensgefährlich. Und seit daher gilt Cholesterinwerte als hohe Werte als gefährlich für unsere Gesundheit, obwohl diese Studie mit Karnickel gemacht wurde, die eigentlich gar nicht Eier essen und viel zu viel. Ist das, habe ich da eine Geschichte gelesen oder ist das wirklich Fakt? Nein, die Studie gibt es tatsächlich, die ist vor über 100 Jahren gemacht worden und war so eine der ersten Studien, wo es um Ursachensuche nach Atherosklerose geht. Mhm. Ja. Und du hast völlig recht, die ist ja in der Form gar nicht auf den Menschen übertragbar, weil wenn ich veganen Tieren dann eben solche großen Mengen an tierischen Produkten gebe, kann das nicht in Ordnung sein. Mhm. Auf der anderen Seite wissen wir aber, wenn die Cholesterinspiegel auch bei Menschen wirklich extrem hoch sind, dann kann das schon zur Atherosklerose mit beitragen, aber es muss dann wirklich extrem hoch sein. Mhm.
Und es gibt leider in der gesamten Ernährungsmedizin der letzten 50 Jahre gibt es so viele Mythen, die mittlerweile widerlegt worden sind. Also ich habe noch gelernt, wir sollen ganz viele Pflanzenöle mit hochungesättigten Pflanzenölen, also Linolsäure nehmen. Maiskernöl, Sonnenblumenöl, Distelöl, das sind die tollen Cholesterinsenker. Okay. Und jetzt wird es ganz spannend. Mitte der 60er Jahre hat man in Australien eine Studie gemacht, die sogenannte Sydney Heart Study, hat also mehreren hundert KK-Patienten gesagt, so bitte jetzt keine harten Fette mehr, keine Butter mehr, kein Kokosfett, kein Kokosöl, ihr kriegt jetzt Maiskernöl und Maiskernmargarine und wollte denen was Gutes tun. Und dann haben die rausgekriegt nach ein paar Jahren, tatsächlich die Gruppe mit der veränderten Ernährung, mit den hochungesättigten Pflanzenölen, hatten 65% mehr Herzinfarkte und Todesfälle gehabt. Nicht weniger, mehr. So was haben die Forscher getan. Die haben die Ergebnisse nicht veröffentlicht. Ja, wie immer. Nein, gar nicht aus böser Absicht, sondern die haben den Ergebnissen einfach gar nicht geglaubt. Da haben gesagt, das kann ja gar nicht sein. Das widerspricht ja allen unseren Erkenntnissen. Ich glaube, so 2013 haben andere Forscher die Daten nochmal nachgerechnet und haben gesagt, nein, das stimmt, das ist völlig korrekt. Und heute haben wir auch eine Erklärung dafür. Warum? Die Linolsäure wird im Körper in die Arachidonsäure umgebaut. Das heißt, wir bilden aus den Pflanzenfetten unsere eigenen tierischen Fette. Und die Arachidonsäure ist das Gefährliche. Mhm. Also wir haben heute eine Erklärung dafür. Und wir wissen heute, Sonnenblumenöl, Distelöl, Maiskernöl, Sojaöl, das sind keine lebensrettenden Fette, das sind die Killerfette. Die müssen wir heute vermeiden. Wird leider von einigen Ernährungsberatern immer noch anders gelehrt, ist völliger Blödsinn, bitte diese Öle nicht mehr nehmen. Und lernt man da auch etwas in der Medizin, im Studium über diese Öle? Ja, gut, darfst du mich jetzt nicht fragen, ich habe vor 35 Jahren studiert. Ich befürchte, das dauert noch mal 10 bis 20 Jahre, bis dieses Wissen dann auch in die offizielle Ernährungsmedizin einsickern wird. Okay. Wenn wir jetzt mal in die Eierindustrie gehen, ich höre immer wieder die Leute, ja, nicht zwei Eier am Tag, das ist gefährlich, einen Tag zwei Eier, weil das eben diesen Cholesterinwert explodieren lässt. Wo steckt jetzt die Wahrheit? Ich würde das genauso unterstreichen, wie eigentlich der Volker vorhin schon gesagt hat, die Dosis macht das Gift. Ja, also wenn ich jetzt täglich zum Beispiel meine 10 oder 15 Eier essen würde, wäre es wahrscheinlich genauso kontraproduktiv. Klar, aber das kriegen wir auch nicht runter. Genau, richtig. Aber zwei Eier? Drei Eier. Also ich denke, dass bei 2 bis 3 Eiern, dass da nichts passieren kann in diesem Bereich. Aber es kommt natürlich wieder auf den Patienten oder auf den Menschen individuell drauf an, ja, wie er es verstoffwechseln kann, ob da irgendwelche Gegebenheiten nicht richtig funktionieren. Das ist natürlich auch wieder individuell zu betrachten. Also gehen wir nochmal konkret in die Werte rein. Wenn ein Mensch, ein Patient zum Arzt geht und der wird der Cholesterinwert bestimmt und der sagt ihm einen Wert, ab welchem Wert ist es wirklich besorgniserregend und der Patient muss was tun? Oder welche Werte werden schnell als dramaturgisch vermittelt und man muss sofort etwas tun? Vielleicht die Frage gleich an den Arzt. Und ich sage ganz ehrlich, das kann man überhaupt nicht beantworten. Ja. Wer da einen solchen Grenzwert auch nur angibt, ist von vornherein unseriös. Warum? Erstmal, Risiken steigen ja fließend langsam an. Es gibt keinen Punkt, wo man sagt, drunter gar kein Risiko, drüber ganz gefährlich. Die nächste Sache ist die, dass man die gesamte Cholesterinseite sehr differenziert betrachten muss. Wir haben früher gedacht, das Gesamtcholesterin ist böse. Dann haben wir später gesagt, nein, das LDL-Cholesterin ist böse, das HDL ist gut. Jetzt wissen wir heute, nein, es gibt auch noch unterschiedliche LDLs. Nein. Wir wissen, das SDLDL, das besondere Small Dense LDL, das ist nochmal besonders gefährlich. Wird von den Kardiologen normalerweise nicht gemessen. Bei Patienten, wo ich wirklich auf der Kippe stehe, soll ich den behandeln oder nicht, messe ich mittlerweile dieses Cholesterin auch. Dann weiß ich noch ein bisschen mehr. Und ich brauche aber auch die anderen Risikofaktoren alle. Raucht er, hat er Diabetes, hat er Bluthochdruck, hat er Stress? Das muss ich alles in meine Bewertung mit einfließen lassen, um dann zu sagen, den behandle ich jetzt doch oder den muss ich nicht behandeln. Ah, jetzt kommen wir zu diesen Eingangspunkten. Anfangs, wo du gesagt hast, wenn du das alles anschaust, kann die Bewegung, die Ernährungsumstellung, das gute Wasser durchaus ausreichend sein, dass es einen zu hohen Wert, in Anführungszeichen, selber wieder reduzieren kann. Dass es zumindest so weit reduziert werden kann, dass ich es in der Gesamtrisikosituation nicht mehr mit Medikamenten behandeln muss. Jedenfalls in der primären Prävention. Ich meine, ich höre jetzt da so viele Dinge.
Aber wenn der Zuschauer zu Hause einfach konfrontiert ist, er sieht jetzt diese Sendung und er sieht genau, mein Gott, mein Arzt hat das noch gar nicht gefragt und gar nicht so differenziert betrachtet. Ja, zu welcher Mediziner soll ich dann gehen, um eigentlich die Wahrheit über Cholesterin am eigenen Leib zu erfahren und auch ein Lösungssystem zu sehen, die nicht einfach nur mit Cremie oder mit Statine daherkommt? Ich darf da ein bisschen Schleichwerbung vielleicht machen. Vielleicht sollte er sich mein Buch da mal kaufen. Cholesterin, endlich Klartext. Ja. Da habe ich genau diese Punkte, wo wir jetzt so ein paar Minuten Zeit dafür haben, habe ich in einem ganzen Buch verständlich und sehr ausführlich ausgearbeitet. Mhm. Auch mit Adressen von solchen Risikorechnern. Mhm. Also der Patient kann dann selber ins Internet gehen. Es gibt sehr seriöse Risikorechner, die von Universitätskliniken geschaffen worden sind, wo er sein eigenes Risiko ausrechnen kann. Dann kann er mit dem Zettel zum Arzt gehen und kann sagen, okay, ich habe zwar jetzt 250, du willst mich mit Statinen behandeln, aber guck mal hier, der Risikorechner von der Universitätsklinik in Marburg und Rostock und Düsseldorf, der hat ausgerechnet, ich brauche gar nicht behandelt zu werden, mein Risiko liegt bei 5% in den nächsten 10 Jahren einen Herzinfarkt zu kriegen, ich darf sogar gar nicht behandelt werden. Dann hat man eine gewisse Sicherheit. Ja, also ist ja im schlimm, Buch oder? Stehen ganz viele Grundlagen drin, natürlich therapienweise und auch Hinweise zu diesen Risikorechnern. Ich danke dir ganz herzlich. Also dieses Buch ist sehr zu empfehlen, wunderbar. Aber es zeigt einmal mehr, dass wir Konsumenten Selbstverantwortung zeigen müssen und eigentlich uns auch schon selber vor unserem Arzt schützen dürfen, durch unsere eigene Weiterbildung, weil sonst kriegen wir einfach die Behandlung X, ohne eigentlich diese ganze Vielfalt von Optionen gesehen zu haben. Also das, was ich dir vorhöre, ist eigentlich traurige Wahrheit. Wir müssen den eigenen Arzt wecken und schlau machen. Und Internet sei Dank und auch so großartige Mediziner, wie du es bist, ja auch diese Bücher schreiben, um einfach den Menschen zu helfen. Kann man aber auch sagen, dass diese ganze orthomolekulare Medizin, ne, die jetzt auch immer mehr auftauchen und so das Ganze betrachten, auch ein bisschen diese Sichtweise vertreten und nicht einfach nur mit Kanonen oder wie hast du heute mit so der Schrotflinte. Mit deiner Schrotflinte schießen, dass die das ein bisschen punktueller machen? Ja, beim Cholesterin sind nun gar nicht so viele Nährstoffe da. Zu erwägen, okay, Omega-3, muss ich dazu sagen, Omega-3 wird immer gesagt, ja, senkt auch das Cholesterin. Das stimmt so nicht richtig. Mhm. Das LDL bleibt sogar eher gleich, in manchen Studien sogar ganz leicht angestiegen. Aber was mit Omega-3 passiert ist, dass das gute HDL ansteigt und das ganz schlechte SDLDL, das sinkt auch ab. Und vor allen Dingen aber die Triglyceride. Die eigentlichen Blutfette, die sinken massiv ab oder Omega-3. Mhm. Also in der Gesamtsituation wirkt es auch gut auf den Fettstoffwechsel insgesamt. Aber es kann sein, dass der Gesamtcholesterinspiegel unverändert bleibt. Das muss man dazu sagen. Also Omega-3 wäre immer eine Sache, die ich mit einbauen würde. An Q10 würde ich unbedingt denken. Und zwar insbesondere dann, wenn jemand dann doch Statine nimmt, dann bekommt er häufig durch die Statine einen Q10-Mangel. Leider wird das in der Regel nicht von den Kardiologen gemessen. Ich messe das bei allen meinen Patienten, die mit Statinen zu mir kommen und finde so gefühlt bei etwa 70% einen massiven Q10-Mangel. Das heißt, das ist wahrscheinlich in der Mitochondrien ein Coenzym, was die ATP-Produktion steigert. Ist das korrekt? Ganz genau. Mhm. Und das sinkt unter Statinen ab, weil die Synthese von Q10 und Cholesterin ist in den letzten Schritten identisch und wird durch dieses Medikament behindert. Mhm. Vielleicht kannst du da noch was dazu sagen, was man da eben tun könnte, wenn das der Fall ist. Also wie gesagt, auf dieses Q10 würde ich natürlich auch drauf eingehen, dass man das vermehrt dann auch nimmt. Da müssen aber auch gewisse Mengen genommen werden, damit es auch wirkt. Also auch hier gibt es natürlich sehr viele tolle Studien, wo die Dosierungsmengen aber erst ab einen gewissen Wert oder ab einer gewissen Menge, zum Beispiel 550 Milligramm, zu einem Erfolg geführt haben. Mhm. Und dann ist natürlich wichtig, dass es nicht immer nur das Q10 ist, sondern auch das, was du gerade angesprochen hast, in den Mitochondrien haben wir natürlich noch viele weitere Mineralstoffe oder Vitamine, die wir natürlich benötigen, um auch das ATP dann zu bilden, damit die Mitochondrien, unsere Energiekraftwerke der Zellen quasi leistungsfähiger werden. Mhm. Ja, ansonsten, klar, alles, was mit Kurkuma zum Beispiel zu tun hat, das hat natürlich auch eine sehr positive Auswirkung. Da gibt es sehr viele tolle Studien auch in dem Bereich über Cholesterin und Kurkuma. Aber auch hier wieder wichtig, die Dosierungsmenge.
Also es gibt da zum Beispiel Vergleichsstudien, da hat man versucht herauszufinden, ab wann etwas Sinn macht. Und da gehe ich gerne auch auf die Entzündungsparameter drauf ein. Da hat man zum Beispiel 250 Milligramm Kurkuma dem Patienten gegeben. Also es war eine klinische Studie. Man hat den 300 Milligramm gegeben, 500 Milligramm und 2000. Und siehe da, unter 500 Milligramm waren gar keine Verbesserungen, zum Beispiel in Entzündungsparametern, festgestellt worden. Ja, und auch hier ist es wieder das Entscheidende, die Dosierung. Und das würde ich dann halt auch wieder dort jedem dann an die Hand geben. Ja, man liest viel über Kurkuma in letzter Zeit, aber wenn man dann ein bisschen detaillierter reinseht, ist es doch eine relativ hohe Dosis, die man jeden Tag nehmen sollte. Und die Leute kaufen sich so eine kleine Flasche und wir machen das ein bisschen übers Gewürz, um einem was Gutes zu tun. Wahrscheinlich besser als nichts. Das stimmt, ja. Beim Q10 habe ich jetzt noch was gehört. Wir reden über Statine, die möglicherweise unsere ATP-Produktion reduzieren und dann wir zu wenig Energie haben und darum diese Supplementierung. Wenn aber Leute zum Beispiel erschöpft sind, in der Depressionsphase sind oder im Burnout gefährdet sind, würde dieses Q10, wenn ich jetzt gleich die Brücke schlage, nicht auch Sinn machen? Also definitiv. Also wie gesagt, wenn es um Burnout geht, wenn es um Erkrankungen generell geht, was mit Entzündungsparametern zu tun hat, weiß man ja mittlerweile auch, dass die Mitochondrien auch ein Ansatzpunkt sind, in dem man auf jeden Fall therapieren sollte. Mhm. Und da macht natürlich die Substitution von Q10 natürlich auch Sinn. Mhm. Ja. Mhm. Gut. Wenn ich über dieses Q10 oder über das Kurkuma noch mehr lesen will oder auch über das Cholesterin, das weiß ich jetzt. Da habe ich ein Buch, wie heißt das nochmal? Cholesterin, endlich Klartext. Endlich Klartext. Und dort sind auch diese Homepages drin, wo ich selber meine ganzen Werte bestimmen kann. Das ist grandios, ganz grandios. Super, das finde ich da in diesem Buch und dieses Kurkuma oder auch Q10, um eben, wenn ich Statine nehme, mich wieder fitter zu machen oder mehr Energie zu produzieren, wo finde ich da? Also da kann man bei uns auf der Internetseite natugena.ch oder natugena.de immer unter den entsprechenden Rohstoffen die aktuellen klinischen Studien finden. Mhm. Ansonsten ist es natürlich auch so, dass man sich bei uns anmelden kann, wenn man im Fachkreis ist und dann kann man auch die aktuellen PowerPoint-Präsentationen oder Webinare sich mal anschauen, wenn es darum geht, wie setze ich oder wie nehme ich eine Dosierungsmenge. Super, das sind dann tiefergehende Informationen für Heilpraktiker, Ärzte und Therapeuten. Ja. Kann man so sagen, wir haben ein bisschen die Angst vor diesem Cholesterin ein bisschen genommen auf diese Sendung? Ja, wir sollten sie gar nicht ganz nehmen, wir sollten die einfach nur differenziert betrachten. Mhm. Das Cholesterin ist keine Schlange, wie wir auf die wir wie das atherosklerotische Kaninchen starren sollten, weil Angst ist wiederum auch nicht gut, weil Angst steigert auch den Cholesterinspiegel. Also wir sollten wirklich einen vernünftigen Umgang damit pflegen. Mhm. Und vernünftiger Umgang heißt nochmal, wenn ich noch nichts an den Gefäßen habe, ist es eine extreme Ausnahme, dass jemand von einem Cholesterinsenker überhaupt profitiert. Mhm. Und wenn ich eine Erkrankung habe, dann profitiert derjenige von Statinen, aber die Cholesterinsenkung ist eigentlich das Unwesentlichste dabei. Gut. Und dann habe ich in meiner Auflistung vergessen, was du ganz am Anfang gesagt hast, der Stress abzubauen. Also wenn man mal im Sympathikus ist, im Anspannungsmodus, brauchen wir unbedingt auch den Entspannungsmodus, alles wieder runterfahren. Und wenn das im Gleichgewicht ist, dann haben wir die besten Chancen, um gesund zu bleiben. Ist das korrekt? Ganz genau. Und gerade das Cholesterin ist ein gutes Beispiel für Ganzheitlichkeit. Ich darf eben nicht nur auf einen Punkt gucken und mechanistisch jetzt diesen einen Wert senken, sondern, wie du richtig gesagt hast, der Stress spielt eine ganz große Rolle, die Bewegung steht, es muss einfach alles stimmen. Tja. Wenn ich das alles richtig mache, ganzheitlich und differenziert, dann habe ich die besten Chancen. Tja. Aber wenn man das so differenziert betrachten will oder der Arzt, dann braucht der Arzt einfach auch viel Zeit, sich dieses Bild zu machen. Und ich weiß nicht, inwiefern das heutzutage in dieser schnelllebigen Medizin, wo sie einfach wirklich geplagt sind und keine Zeit haben, das überhaupt noch möglich ist. Also dann eben, sag ja, deine Adresse da im Bar ist einfach Gold wert für uns Schweizer ganz bestimmt. Und bestimmt hat es noch ganz viele weitere Ärzte, die sich Zeit nehmen, sich eine differenzierte Betrachtung zu machen und auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sie als Ganzheit wahrzunehmen und eben eine Lösung zu finden, wenn Probleme da sind, die nicht nur isoliert auf einen betrachtet, sondern die Ganzheit. Stress haben wir gehört, Abbau, wir haben gehört Essen. Und das Dritte war schon wieder Sport. Bewegung. Jetzt haben wir es. Alle diese drei Dinge kommen heute immer mehr zu kurz. Ja. Lieber Dr. Volker Schmiedl, danke ganz herzlich. Lieber Alexander Martens, auch dir ganz herzlichen Dank für diese Sendung.
Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke ich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen die besten Cholesterinwerte, beste Gesundheit, alles Gute für die Zukunft. Bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.